Software-Defined Radio braucht man irgendeine Hardware zum Empfangen. Die billigste Lösung ist sowas hier, ein RTL-SDR-Stick. Die gehen irgendwie für 5 oder 10 Euro auf eBay her. Da kann man dann irgendwie lustige Dinge anschließen, damit man eine Antenne hat. Meine selbstgebastelte Antenne aus einem Kabel tut für die meisten Heimzwecke wunderbar. Das ist immer die Frage, wie, na super, jetzt hält's nicht, wie empfindlich man sein möchte. Ja? Das nächstgrößere Level, die können nur empfangen. Also die können nur empfangen, und zwar im Bereich von irgendwie zweistellig Megahertz bis 1,6, also hängt davon ab, welcher Chip drin ist. Es gibt verschiedene Chips, die können leicht unterschiedliche Frequenzbänder empfangen, aber irgendwie so 1,6, 1,7 Gigahertz gehen die. Das ist natürlich immer relevant, je nachdem, was man sich anschauen will. Die nächstgrößere Lösung ist das hier, das HackerF. Die haben meisten sicherlich schon mal gehört, gab es mal einen großen Kickstarter drüber. Das kostet, wenn man es in Deutschland kauft, an die 300 Euro. Ist von der Qualität, Empfangsqualität ungefähr auf dem gleichen Niveau wie dieser RTL-Stick. Es kann aber auch senden, das ist der große Vorteil, und das ist das Teil, was es halt auch so teuer macht. Also die Bauteile, die man da reintut, die sind halt nicht so Massenware. Ich meine, das Ding ist eigentlich zum Fernsehen oder Radioempfangen gedacht. Das hier, damit kann man halt mehr machen, weil man selber senden kann. Und die nächstgrößere Iteration ist dann halt schon mehr so das etwas professionellere Device. Das ist ein USRP B200. Da haben wir auch noch gleich ein Alu-Gehäuse drum gemacht, weil Abschirmung ist nie verkehrt. Das ist so ein Problem von dem HackerF. Das kommt in so einem Plastikgehäuse. Und das ist keine gute Idee. Da sollte eigentlich ein Metallgehäuse drum. Das kostet ungefähr 600, 650 Euro. Kann auch wie das HackerF senden und empfangen. Nicht gleichzeitig, sondern nur eins von beiden. Hat deutlich bessere Qualität. Also wir kommen nachher nochmal dazu, aber die Daten fallen dann natürlich als digitalisierte Daten raus. Das RTL und das HackerF hat 8-Bit-Sampletiefe, das hat 12-Bit-Sampletiefe. Da geht schon mehr, und auch sonst ist es von der Signalqualität deutlich besser, weil es halt etwas... Da geht es beliebig weit nach oben. Also es gibt da auch, es gibt dann das B210, das kann gleichzeitig senden und empfangen, und dann gibt es irgendwie Netzwerk, also mit Ethernet-Anschluss und Pipapo, und da kann man dann aber auch schon vierstellige Summen und mehr ausgeben. Das ist dann für den Hobbybereich langsam nicht mehr interessant. Ein kleines Detail ist wie viel Samples, also wie schnell man mit dem Ding was digitalisieren kann. Das sind bei einem RTL-Stick, kommt man bis 2 Megabyte pro Sekunde, also 2 Megasamples pro Sekunde. Auf dem HackerF kommt man bis 16 Megabyte pro Sekunde, also deutlich mehr. Mit dem hier kommt man irgendwie bis 56 oder so. Das ist auch der Unterschied. Das hier hat einen USB 3.0 Anschluss, weil mit USB 2.0 geht das nicht mehr. Das hier kann nur USB 2, also deswegen wird man auch nie mehr. Also man kriegt vielleicht mit Glück irgendwie 20 Megasamples runter, aber das war es dann auch schon. Genau. Zum SDR. Was? Ist irgendwie eine Website oder sowas, wo man sich das mal angucken kann, weil wenn ich halt parallel danach google, dann finde ich doch irgendwie gar nichts. Zu was im Detail? Zu den Device, die Sie jetzt gerade vorgestellt haben. Also die SDR-Dings, da suchst du nach RTL-SDR. Okay. Was ist denn mein Fixterminal? RTL-SDR. Das andere heißt HackRF, das ist von Mike Osman, und das andere ist USRP, steht für Universal Software Radio Peripheral. Statt 93. 104. Wir sind hier sekündlich aktualisiert. Ah, was es nicht alles gibt. Das irgendwie hier.
Ich habe ein bisschen zu viele Tabs offen, das mag schon sein. Was? Software-Defined Radio. Wahrscheinlich ganz unten, oder? Ah, hier. Yay. Success. Okay, was es nicht alles gibt. Also, die drei, die ich vorgestellt habe, sind so die drei relevanten für... was ich natürlich nicht erwähnt habe, ist, dass USRP geht frequenzmäßig noch weiter nach oben. Das geht bis 6 GHz. Das wird man mit dem HKF und dem RTL-SDR nicht erreichen. Wo ist denn das HKF? Das behauptet auch bis 6 GHz zu gehen. Okay. Vielleicht geht es auch. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht, muss zugeben, ich habe es nicht ausprobiert, weil das Übliche, was man so im Heimbedarf irgendwie probiert, da ist man irgendwie, weiß ich nicht, weiter als bis WLAN bei 2,4 GHz bin ich noch nie gegangen. Ja. Genau, also die RTLs kommen auf jeden Fall nicht so weit. Gut, kann ich mein Ding hier wieder wegschieben. Jetzt fangen wir hier mal. Also das Standard, das Tool, mit dem man relativ nett rumspielen kann, wenn man noch gar keine Ahnung von SDR hat, ist eben dieses GNU-Radio. Und dazu gibt es ein GUI-Ding, das heißt GNU-Radio Companion. Das begrüßt einen, wenn man es neu aufmacht, mit einem relativ leeren Bild. Es gibt hier nur zwei Blöcke, einen, wo die Sample-Rate ist, was die Geschwindigkeit, mit der ich die Daten von dem Device runterhole. Ich kann natürlich auch in dem GNU-Radio, es muss nicht von einem Gerät kommen, es kann auch aus einer Aufzeichnung kommen. Hier drüben ist diese Liste von so Blöcken, die man hat, in denen man irgendwelche, man kann irgendwie mit Ctrl-F auch suchen. Wenn man irgendwie anfängt, will irgendeine Quelle für seine Daten haben, dann sucht man nach Source und dann findet man hier eine RTL-SDR-Source und verschiedenes, aber wenn man ein Gerät hat, empfiehlt es sich einfach die Osmocom-Source zu nehmen, weil die kann eigentlich mit allen Geräten mit allen Geräten gleichmäßig reden, da muss man sich nicht rumschlagen mit was man hat. Einschließlich der RTLs? Ja, auch einschließlich der RTLs. Genau. Alternativ kann ich natürlich auch eine File Source nehmen. Da kann ich einfach ein File einstellen. Da. Und sagen, er soll mir das ausgeben. Und dann habe ich ein weiteres. Kann ich halt weitere Blöcke anschließen und miteinander verbinden. Ich will mal ganz kurz, nur damit ihr seht, dass es überhaupt aussieht. Eine Sache ist, dass die Daten, die GNU-Radio verarbeitet, haben keine Metainformationen normalerweise. Ja? Das heißt, die Frage zum Beispiel, mit welcher Geschwindigkeit ich das aufgenommen habe, die ist, das steht nicht in dem File drin. Deswegen schreibt man das normalerweise, wenn man mit solchen Files hantiert, in den File rein. Und hier steht deswegen 1M drin. Was heißt, es ist mit einem Mega-Sample, also eine Million Messwerte pro Sekunde aufgenommen wurde. Kann ich das hier auch eintragen. Damit es GNU-Radio Es kommt noch eine Sache hinzu. Wenn ich das aus einem Gerät lese, dann kommen die Daten auch mit der gewünschten Geschwindigkeit raus. Wenn ich das aus einem File lese, dann kommen sie natürlich mit beliebig schneller Geschwindigkeit raus.
das GNU-Radio verarbeitet die Daten so schnell, wie es sie bekommt, was dazu führt, dass dann eure CPU auf 100% ist und die GUI nicht mehr auf irgendwelche Klicks antwortet. Das ist relativ ungünstig und deswegen gibt es ja hier diesen Throttle-Block, der nichts anderes tut, als dafür zu sorgen, dass die Samples auch in der gewünschten Geschwindigkeit durch das gesamte Teil laufen. Es ist relativ egal, wo in dem, das Ganze ist ein Flowgraph logischerweise, in diesem Ding einbaut, solange es irgendwo ist, wo die Daten durchgehen. Ja? Also wenn ich jetzt noch mehr Blöcke habe, ist es egal, ob es irgendwo ganz am Anfang oder ganz am Ende ist, weil das Ding einfach durch Warten dafür sorgt, dass alles hinreichend langsam läuft. Und wenn ich mir so irgendwas zusammengebaut habe, dann kann ich hier auf dieses nette Icon execute the flow graph. Dann soll ich dem Ding noch einen Namen geben. Und dann startet es mir das. In dem konkreten Fall zeigt es mir halt das Signal in einem sogenannten Wasserfalldiagramm an. Ja. Da kann eine negative Frequenz im, ja, da komme ich gleich zu. Das nächste, was man sieht, ist, ja, ich sagte ja, das Ding hat keine Metadaten. Ja? Das heißt, er weiß nicht nur, in welcher Geschwindigkeit es aufgenommen wurde, sondern auch nicht, bei welcher Frequenz es aufgenommen wurde. Ja? Demzufolge nimmt er einfach 0 an. Ja? Ich könnte das hier, wir haben das auch in den Pfeilnamen reingeschrieben, 141,210 Megahertz waren das, wenn ich mich richtig sinne. Und du kannst das dem Anzeigeblock hier auch sagen. Da gibt es irgendwie die Baseband Frequency. Genau. 141,121. Du musst noch irgendwie 3 Nullen dran, ne? Damit es passt. Und wenn ich das jetzt anzeige, dann steht da die Frequenz. Das hat aber natürlich auf die Daten keinen Einfluss. Das ist jetzt nur eine Anzeigegeschichte. Ich kann da was Beliebiges reinschreiben, dadurch wird es nicht anders. Aber das ist natürlich, das nächste ist, diese Geschichte mit dem, was du eben, wenn ich da 0 reinschreibe, auch schon gesehen hast, dass da negative Zahlen stehen. Das ist, und es geht von minus 500 bis plus 500. Also normalerweise weiß man ja, dass wenn man irgendwie irgendwas abtastet, irgendeine Wellenform abtastet, das Nyquist ist vielleicht jemandem ein Begriff. Ich muss mit einer doppelt so hohen Frequenz etwas abtasten, um eine bestimmte Frequenz sehen zu können. Ja? Und das heißt, wenn ich mit einem Megahertz abtaste, dann kann ich eigentlich nur Frequenzen bis zu 500 Kilohertz sehen. Was man jetzt beim Software-Defined Radio macht, ist, dass man, was man hier auch sieht, das sind nicht einfach nur Messwerte, es ist nicht nur ein Messwert pro Sample, sondern es sind zwei Messwerte. Das sind, das Datenformat ist komplex. Das sind tatsächlich komplexe Zahlen, also mit einem reellen und Imaginärteil. Ihr braucht aber jetzt nicht Angst haben, das ist für die Praxis nicht so besonders relevant, dass das komplexe Zahlen sind. Wenn man sich mit Signalverarbeitung beschäftigt, taucht das immer wieder auf. Und wenn man oft genug damit zu tun hat, fängt man auch langsam an zu verstehen, was es ist. Und man kann auch wunderbare Texte dazu lesen. Fakt ist aber, wenn man wie ich aus der Software-Ecke kommt, ist es eigentlich nicht so wichtig. Man muss nur wissen, es sind pro Zeitpunkt zwei Messwerte, die man hat. Damit hat man doppelt so viele Messwerte, damit habe ich quasi diesen Effekt, dass ich eigentlich doppelt so viele habe. Und das macht sich in dem Fall bemerkbar, dass ich halt den Frequenzband von der eingestellten Frequenz sowohl nach rechts und als auch nach links habe. Wenn ich hier die richtige Frequenz wieder einstelle, das waren 100 oder ungefähr 141 Megahertz, dann braucht man hier auch nicht mit negativen Zahlen zu erschrecken, ja? Ich weiß nicht, das Konzept von negativen Frequenzen hat mich ein wenig verunsichert, als ich das erste Mal das mit zu tun habe. Das ist aber einfach nur quasi ein Nebeneffekt der Mathematik an der Stelle. Man kann mit diesen Frequenzen einfach wunderbar rechnen und es macht einfach keinen Unterschied. De facto ist es ja nicht eine negative Frequenz, weil man ja sich bei den Frequenzen eben bei zum Beispiel 140 Megahertz oder wo auch immer man aufnimmt, bewegt und es einfach nur davon abgezogen wird, ja.
aber die ganzen Tools und die ganze Mathematik hat kein Problem damit, wenn man das irgendwie auf Null zieht und dann halt mit negativen Zahlen weiterrechnet. Das heißt nur, dass es einfach links von der eingestellten Frequenz ist, statt rechts, sozusagen, wenn man sich das so als Bild vorstellt. GNU-Radio macht alles in Float-Zahlen. Also das sind 4 Byte pro Messwert. Das sind ein Float, also eine Fließkommazahl. Das heißt, da kommen pro Messzeitpunkt 8 Byte raus. Das heißt, wenn ich ein Megasample habe, dann habe ich da 8 Megabyte pro Sekunde. Wenn ihr mit SDR rumspielt, empfiehlt es sich, eine große Platte zu haben. Wenn man da irgendwie mal was mitschneiden will, wenn man das Spiel später angucken will, man ist erstaunt, da nimmt man mal nur eine Minute auf. Eine Minute sind 60 Sekunden, 60 Sekunden mal 8 Megabyte, ups. Das geht ganz schnell. Und dann nimm mal zum Testen eine Viertelstunde auf, weil du nicht weißt, wann das Signal eigentlich kommt. Ja. Das ist, du könntest es auch wieder kleinrechnen. Also aus dem RTL kommen de facto 8-Bit-Samples raus, aber GNU-Radio macht alles intern mit Floats. Das ist einfach, da bleibt man dann in Floats, weil du keine Lust hast, jedes Mal, wenn du das File einliest und rausschreibst, es irgendwie umzurechnen. Ja? Und wenn ich mit dem USRP, na, das hat 12-Bit-Sample-Tiefe, da komme ich mit 8-Bit-Bytes dann auch nicht mehr aus. Ja? Aber natürlich, du könntest das auch in 8-Bit in kleinere Files komprimieren. Das geht prinzipiell. Und ich kann hier auch jeden Block irgendwie was, einen anderen Datentyp sagen. Jetzt sagt er mir, macht er das rot, weil er sagt, ich kann keine Bytes in einen Block reinschieben, der komplexe Datentypen haben möchte. Kann ich aber gleich mal zeigen. Dann wird das hier oben rot und dann kann man da drauf drücken und dann sagt er einem, ah, das geht nicht, weil... Du schiebst irgendwie was rein, was 1 groß ist und in etwas, was 8 große Dinge haben möchte. Ne? 2 Floats hintereinander als ein Komplex. Womit wir beim nächsten sind, es gibt keine... GNU-Radio kann zwar Shorts und Bytes, aber keine komplexen davon. Also ich kann nicht sagen, Complex Byte kennt es als Konzept nicht. Also man kann sich das schon irgendwie hinfummeln, wenn man will, aber man macht das dann einfach so, wie das Tool das macht, das ist einfacher. Naja, dann, was macht der? Ich kann hier, das Schöne an so einem Flowgraph ist, ich kann hier auch einfach mehrere Dinge an einen Ausgang machen und der kopiert dann quasi die Daten und schiebt sie in beide Blöcke rein. Für diese Beispiele sollte ich die Sample-Rate mal wieder deutlich verringern. So. Jetzt hier kurz das Zusammenbauen. Wir klicken uns mit ein paar Dings eine GUI zusammen. Ich erzeuge jetzt hier mit einem Signalsource, also mit einer Signalquelle, einfach eine Cosinus- oder Sinuswelle. Das ist in dem Fall egal, das ist ja nur eine Frage der Zeitverschiebung in der Stelle, die auf in dem Fall 50 Kilohertz, ja, das ist ganz toll. Sollte ich einen kleineren Default-Wert einstellen, damit das irgendwie Sinn macht. So. Wieso ist das jetzt bei 0? Was mache ich falsch? Ganz kurz, selber verwirrt. Nee, da steht eher, da steht die Variable. Ach so, Kilo, ja, du hast schon recht. Ich mache einfach hier mal 1000 was. Das erklärt es.
Dankeschön. Wenigstens einer, der aufpasst. Genau, also wenn man sich Signale anschauen will irgendwie mit irgendwas, macht man das halt grundsätzlich mal mit einer FFT, das ist eine Fourier-Transformation, die einem sagt, bei welcher Frequenz quasi die Energie ist. Ja, weil vielleicht sollte ich eine noch eine Scope. So. Wenn ich mir so ein Signal anschaue, dann sieht das so aus. Ne? Andere Richtung. Das ist jetzt ein bisschen hässlich, aber wie ihr seht, das ist eine Sinuswelle. Es ist ein... Genau, also wenn ich 10 kHz mit 32 kHz sample, dann sieht das so aus. Ich habe mir jetzt hier oben einen Slider gemacht, mit dem ich die Frequenz live verstellen kann. Und wenn ich die Frequenz etwas runterstelle, und dann sieht es schon etwas welliger aus. Ja? Was ihr eben hier seht, diese Source zeigt euch zwei Wellen an. Das ist der Effekt von diesem komplexen Signal, weil es zwei Werte zu jedem Zeitpunkt gibt. Und bei einer einfachen Frequenz sind die einfach nur leicht zeitverschoben gegeneinander. Das ist jetzt mein Signal. Aber wenn ich mir das so anschaue, wenn ich mir da jetzt sich das irgendwie zeitlich verändert oder irgendwas, dann komme ich damit nicht wirklich, also das sagt mir jetzt auch nicht, welche Frequenz das ist oder überhaupt. Das ist alles ein bisschen unhandlich und deswegen macht man dann diese, ein bisschen abgeschnitten hier unten, ne? Wieso willst du jetzt einen Peak bei minus 3 kHz haben? Wenn du einen Cosinus in eine FFT reinschickst, dann kriegst du bei plus und minus der Frequenz einen Peak. Wenn du einen Sinus reinschickst, kriegst du bei minus einen negativen Peak. Nein, nicht wirklich. Doch, ja, der Punkt ist, das ist hier keine mathematisch exakte Dings, sondern du schiebst ja hier Sample-Werte rein und die FFT hat eine gewisse Größe. Die nimmt einfach 1000 Sample-Werte und berechnet darüber die FFT. Ja? Also normalerweise hätte eine FFT, wenn ich sage, ich habe irgendwie eine 32 kHz Sample-Rate, dann habe ich meine 32 Kilo Samples, dann geht meine FFT von 0 bis 16. Ja? Und dann hätte ich so, und dadurch, dass ich aber die komplexen Werte habe ich die linke Seite auch noch dazu. Ja? Das andere, das geht dann ganz stark in das Problem des Aliasing rein, wo ich gerade was dazu sagen wollte. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass dieses Tool halt einfach die mathematischen Grundlagen des Fires. Nein, da ist kein Peak an der Stelle. Da ist kein Peak an der Stelle, weil ich mit komplexen Werten arbeite. Wenn du das im Reellen machst, ist das so. Aber der komplexe Teil deckt in dem Fall die negativen Frequenzen mit ab. Also, gut, jetzt mache ich diese Wellenform hier wieder oben weg, weil bei der sieht man nicht besonders... Hallo? Es geht nicht mehr. Ich habe es getötet. Sehr schön. So. Der Bildschirm ist leider irgendwie nicht groß genug. Genau. Jetzt kann ich, also in so einem GNU-Radio-Block kann ich eben zum Beispiel hier einen Squeeze-Slider hinmachen und mit dem kann ich tatsächlich live irgendwelche Werte verstellen. Und man sieht hier jetzt auch, wenn ich ihn verschiebe, während ich ihn verschiebe, sieht die FFT auch ganz widerlich aus. Wird halt breiter, was daran liegt, dass es sie live berechnet. Ich kann hier auch noch ganz lustige Dinge machen. Ich kann hier auf Autoscale drücken, damit man den unteren Rahmen sieht. Und hier kommt dann tatsächlich sowohl die numerische Ungenauigkeit als auch die Tatsache, dass ich nur eine begrenzte Anzahl von Menge von Samples eine FFT berechne. Dass in Realität irgendein Signal vom Funk aufnehme, dann habe ich da auch ein Rauschen im Zufolge völlig. Da oben, also wo wir eben auch sehen,
Frequenz über die 16 schiebe, dann komme ich auf der anderen Seite wieder rein. Ja? Eine Frequenz von 8 in meinem Sample-Bereich stecken. Du willst was sagen? Ja, ich habe dir auch mal eine E-Mail geschickt. Ja? Ich habe keinen Sender an im Moment. Leider ausgesteckt. Ach so. Nun gut. Der sendet ständig. Ah, okay. Wo ist denn mein Fenster von gerade eben? Das hier war's. So. Ja, also kurz noch, falls noch jemand die Files runterladen will. Schauen wir mal, wie weit wir damit noch. So. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das irgendwie elegant. So. Ja. Also. Ne? Genau, also ich war stehen geblieben dabei. Das kann ich nicht abdecken. Da sieht das so aus, als wäre das jetzt bei einer völlig anderen Frequenz. Und wenn ich das weiterschiebe, dann kann ich das natürlich beliebig weit, das Spiel beliebig weit treiben und auch noch ein zweites Mal machen. Das tritt letztendlich in der Realität auch auf. Ja? Das heißt, wenn ich bei irgendeiner Frequenz mir etwas angucke und das ist irgendwie leicht außerhalb, dann sieht man das potenziell auf der anderen Seite. Bei einem realen Signal ist es so, dass da der Empfänger in den Devices natürlich einen Filter hat, der einem den gewünschten Bereich rausfiltert, wird das Signal immer schwächer, je weiter es weggeht, weil er es noch wegfiltert. Also er hat noch einen, quasi einen Tiefpass, der diesen Bereich filtert. Ja? Und dadurch wird es schwächer. Je weiter es weg ist. Das heißt, wenn ich dieses Spiel mache, dass ich es auf der einen Seite rausschiebe, dass es auf der anderen wieder reinkommt, wird es schwächer. Ich meine, das kann ich hier auch einfach mit einem Filter nachbilden, indem ich einfach einen Low-Pass-Filter hier einfüge in mein Ding. Ja. So, ich das hier nochmal starte und das jetzt hier irgendwie nach rechts schiebe, dann sollte es irgendwann. Nein, sollte es nicht, weil du einen Anti-Alias-Filter nicht digital implementieren kannst, weil der Prozess des Alias beim Sample bereits auftritt. Nee, dankeschön. Du hast völlig recht. Man könnte es sicherlich irgendwie hinfummeln, aber nicht auf diese Weise. Das ist zu simpel gedacht. Nun gut, ich nehme es wieder zurück. Ich behaupte das Gegenteil. Also, ja. Das Aliasing entsteht, weil du halt immer nur in bestimmten Zeitabständen drauf guckst. Das heißt, wenn du quasi nicht wirklich kontinuierlich hinguckst, sondern quasi immer nur einmal pro Sekunde, dann kannst du danach nicht mehr unterscheiden, ob das jetzt 0,5 oder 1,5 oder 3,5. Also das ist quasi, du schränkst deine Sicht auf einen kleinen Abschnitt ein und siehst in diesem Bereich alles, quasi das gesamte Spektrum, auf diesen Bereich quasi gespiegelt. Deswegen auch der Begriff ADS-Ring. Das ist wie das drehende Rad des Stroboskops. Ja, also ich kann hier das, hier die Frequenz hochdrehe. Deswegen brauchst du vorher einen analogen Filter, der quasi dann. Genau. Wenn ich das hier hinreichend weit raufdrehe,
dann sieht das quasi wieder gleich aus für. Ja. Abgeschnitten werden, damit die nicht mehr stören. Genau. Ja, da ist es im Endeffekt das Gleiche, weil du halt einfach. Und die Hardware filtert natürlich die, wenn der Hardware, sage ich ja, ich will so diesen Frequenzbereich haben und die implementiert da bereits einen Filter, um den Rest abzuschwächen. Es ist aber je nach Qualität deiner Hardware, also beim RTL und beim HackerF, aber auch beim USRP, kann es durchaus sein, dass man das Signal auf der anderen Seite nochmal wieder sieht. Da ist es dann halt schwächer, aber da sollte man dann nicht verzweifeln, wenn man irgendwie das Signal sieht und dann will man irgendwie, denkt man sich, oh, dann stelle ich die Frequenz ein, die ich da gesehen habe und da ist es dann plötzlich nicht mehr, weil es war nie wirklich da, sondern es war nur ein Schatten von dem eigentlichen Signal. Großer Spaß. Ja, gibt es irgendwelche Fragen zu dem Zeitpunkt? Oh ja. Habe ich euch. Seid ihr schon alle eingeschlafen? Seid ihr alle schon eingeschlafen? Ja, wie geht's jetzt weiter? Ja, also was ich hier jetzt als Beispielsignal mitgebracht hatte, war eine Aufzeichnung. Das war ein bisschen zu viel. War dieses, was wir vorhin gerade gesehen hatten. Was ist denn das? Da. Dieses. Nehme ich hier meine File-Source und lese nochmal mein File ein. Die Sample-Rate einstellen. 1E6. Ach nein, du hast gesagt, es sind 1024, oder? Ja, also bei dem sind das File, was du hast, und einnimmst, ach so, das andere ist ein neues File. Okay. Gut, das sind so. Jetzt habe ich hier die Frequenz. Schreibe ich gleich mal da rein. Ach so, nee. Hey. So. So. Und was ist jetzt noch faul? Achso, hier ist eine Verbindung. So. Genau, jetzt sehe ich hier mein aufgenommenes Signal. Und wie wir sehen, ist also die Frequenz, bei der wir aufgenommen, ist bei 141,2 MHz. Da ist kein Signal, ja. Wie bei Radio üblich ist irgendwie alle 800 Kilohertz, dann alle 600 Kilohertz ist ungefähr ein Radiosender. Die sind ja alle nebeneinander. Und in dieser Aufzeichnung sind halt zwei. In dieses eine Megasample haben zwei verschiedene Radiosender reingepasst, ja. Die aufgezeichnete Frequenz liegt bei 89,75. Meine Güte. So viel zum Thema, man schreibt es in den Pfeilnamen, damit man es später weiß. 89,75 MHz. Wenn man nicht nur Zahlen, sondern auch Einheiten dazu schreibt, ist es wichtig. Ja, ja. Aber für den Fall war das Datum wichtiger. Was? 89? Ja. Nee, das ist schon relativ wichtig. Ja? Weil das mal genau sieht, wo die sind. So. Das ist natürlich auch die Frage, wo es aufgenommen wurde. In München. In München ist B5 aktuell. Genau, also einer von den beiden Sendern ist B5 aktuell, genau, und der andere. Bei 90 MHz. Und bei 89,5 ist ein anderes. Genau. So. Was ich jetzt machen könnte, wenn das eine reale Hardware ist, wie ein RTL-SDR oder so, dann könnte ich die Frequenz umstellen, sagen, ich will jetzt diesen Sender hier sehen, dann kann ich dem RTL-SDR einfach sagen, oder dem Gerät einfach sagen, ich will jetzt bei dieser Frequenz
mich einstellen. Dazu gibt es unter anderem, wenn man das dann live machen möchte, auch hier die schöne Möglichkeit, in dem Anzeigeblock gibt es ein Frequency Set Variable Name. Das hat jetzt natürlich keinen Effekt, aber wenn ich dann grundsätzlich kann ich damit irgendwo draufklicken und diese Zahl und wird in diese Variable hineingeschrieben. Und wenn ich die dann in dem Block verwende, in dem Osmo. Bahnhof? Ja, zeig's ja schon. Machen wir es so. Wenn ich auf einen Block D drücke, dann wird er grau und ist disabled, weil ich kann ja nicht zwei Quellen in ein Ding reinschreiben. Ja? Außerdem will ich es eigentlich nicht in den Throttle-Block reinmachen, das ist an der Stelle unnötig, sondern direkt da muss ich den auch noch disablen. Jetzt schreibe ich halt hier bei Frequenz die Variable frec rein und hier auch bei Frequency Set Variable nehme ich frec. Ne. Dann muss ich auch tatsächlich ein Stück Hardware einstecken. Ja, wie Sie sehen Sie gar nichts, weil ich keine anständige Antenne habe. Mal hier mein Drahtstück reinschütteln. Sieht aber nicht besonders gut aus. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber was ich eigentlich zeigen will, ich kann jetzt hier einfach reinklicken, zum Beispiel bei 90,2 und daraufhin stellt er den Tuner um auf 90,2. Ne? Also im Prinzip, er schreibt, je nachdem, wo ich da hinklicke, schreibt er die neue Frequenz in diese Variable hinein und er kann dann live einfach umtunen. So, das macht er dann aber in der Hardware. Das macht er in der Hardware, genau. Kann man jetzt nicht mit dem Tuner rein? Ja eben, das kann man mit diesem Pfeil jetzt nicht so einfach machen. Weil das Pfeil kann nicht umtunen. Ich kann das mathematisch simulieren und das machen wir jetzt gleich. Ja. Ich wollte nur sagen, also in der Hardware kann ich einfach sagen, dem Tuner sagen, nimm es jetzt da auf statt da, dann ist es einfacher. Aber wenn ich das hier nachbilden will und dann kann ich. Das ist ja, wenn du dann breitbandig irgendwas abspeicherst und hinterher dann analysierst. Ja, also in der Regel nimmt man dann schon die Frequenz auf, die man auch tatsächlich haben möchte. Aber wenn ich jetzt wie dieses File was habe, was irgendwie nicht an der richtigen Stelle aufgenommen ist, dann mache ich sowas. Schmeiße ich hier diesen Osmocom Source Block wieder weg. Das nennt sich ein Frequency Translating Fill Filter. Der tut zwei Dinge. Einmal tut er eine Frequenzverschiebung machen und zweitens ist er ein Fill Filter. Das ist ein Finite Impulse Response. Damit kann man ganz viele tolle Sachen machen. Da gibt es hier auch irgendwo im GNU-Radio ein Filter-Design-Tool, mit dem man sich solche Filter dann designen kann. Das ist für das, was wir machen, jetzt allerdings gerade zu weit, würde ich behaupten. Deswegen schreibe ich hier einfach nur, ich glaube, in der eckigen Klammern 1 rein. Das ist dann ein Filter, der nichts tut. Also der Filterteil ist an der Stelle dann nicht aktiv. Genau, das sieht jetzt natürlich noch genauso aus. Jetzt kann ich mir angucken, wenn ich zum Beispiel zu 89,5 will, wir machen jetzt einfach diese Frequenz hier wieder raus, ist das irgendwie einfacher zu sehen. Also ich bin bei 0 und will jetzt meinetwegen zu minus 250 Kilohertz. Dann kann ich hier einschreiben, ich will als Center minus 250 E3. Und schon habe ich das darüber geschoben. Yeah. Aber hören tut man noch nichts, das kommt noch, das müssen wir noch machen. Also ich kann hier natürlich auch einfach irgendwie eine Variable reinschreiben und dann hier einen Slider haben, der irgendwie von minus 500 bis plus 500 ist. Und dann mein Signal hier. Das ist
durch die Gegend schieben und viel Spaß haben. Genau, damit kann ich mir mein Signal natürlich hinmachen. Das macht er jetzt halt quasi in der CPU, indem er das die Frequenz verschiebt. Die Mathematik, die dahinter passiert, kann man nachschauen. Also ich will mal ganz kurz Werbung machen für den Mike Osman, seine Seite. Wo ist denn mein Firefox? Da? Achso, der ist auf dem anderen Screen. Wie heißt die? Weiß das jemand auswendig? Hans, du weißt es doch bestimmt. Was? Great Scott Gadgets. Ah nein, nicht /hackerf. Aber da gibt es bestimmt auch einen Link, oder? Ja, weiter unten von der Education. Wieso ist dieses Fenster schon wieder viel größer als der Bildschirm? Er hat da wunderbare Videolektionen zum Spielen, zum die Sachen erklären. Also auch, wie das mit den komplexen Zahlen funktioniert, wenn sich jemand nach meiner etwas dilettantischen Erklärung verwirrt fühlt, kann er das gerne alles nachlesen oder nachschauen. Die sind eigentlich ganz gut. Das ist eine relativ nette Seite. Das ist der Mensch, der das HackerF gebaut hat. Meine Frage von vorhin hast du insofern geklärt, als mir nicht aufgefallen ist, dass da Amplitude stand. Also du plottest dann nur die Amplitude, also das heißt den Betrag einer komplexen Zahl. Ja. Also die Phaseninformation geht in dem Fall verloren. Ja, die interessiert uns an der Stelle auch nicht so wirklich. Genau. Ja. Verwirre nicht meine Teilnehmer, die ich schon verwirre. Genau, also die Seite kann ich durchaus empfehlen. Wir wollen jetzt FM als Beispiel dekodieren. Dazu gibt es auch wieder einen Blog, nämlich, der heißt WBFM Receive. Wideband FM Receiver. Das ist das, was sein Radio potenziell tut. Achso, den wollte ich eigentlich da lassen. Machen wir noch mal einen mit TRL? Ja, keine Ahnung, was der tut. Der hat eine genauere Frequenz dann, oder? Der sieht mir ein bisschen nach Stereo aus, wenn er einen Left-Out und einen Right-Out hat. Keine Ahnung, mit dem habe ich noch nie gespielt. Das fangen wir jetzt nicht an. So. Jetzt gehe ich kurz mal spicken, wo ist denn meine alte Demo? Okay. Genau. Als Quadraturrate die Samplerate. Die steht momentan bei 1 Mega. Und Audio Decimation ist. Der würde ja als produziert jetzt an der, wenn ich das so mache, kriegt er 1 Megasample rein und produziert auch 1 Megasample Output. So eine typische Soundkarte kann 48 Kilohertz, also 48 Kilosamples pro Sekunde verarbeiten. Da ist es ein bisschen zu viel. Ich kann jetzt hier in dem Block eine Decimation einstellen, dass er also einfach schon nur noch jedes n-te Sample einen Output produziert. Zum Beispiel jedes 5. Dann sind wir bei 200 Kilohertz, genau. Das ist irgendwie so eine, gibt es den Rational Resampler, weil mit bloßen Teilen komme ich nicht wirklich auf die gewünschte Frequenz. Genau, den muss ich jetzt umstellen. Also da kommt hier jetzt Audio, also im Prinzip Audio-Sample raus. Die sind nicht mehr im Komplexen, deswegen hat das jetzt eine andere Farbe. Weil das sind jetzt einfach nur normale Float-Werte. Ja? Ich kann dem Rational Resampler sagen, er soll auch auf Floats arbeiten, weil alles andere könnte die Daten nicht verarbeiten an der Stelle. Und dem sage ich jetzt, er soll, ich weiß nie, welche Seite die richtige ist. Auf der einen Seite, ich gehe spicken, bevor ich jetzt hier Scheiß erzähle.
Interpolation ist die kleine. Noch eins. Für was brauchst du denn jetzt? Ich muss jetzt irgendwie auf die 48 Kilohertz, die ich in meine Soundkarte reinstecken kann, kommen. Und dazu, das kann ich nicht erreichen. Kürzt ihr das automatisch? Oder? Ich muss ehrlich sagen, ich. Also hier kann ich nicht E3 schreiben, weil das wäre eine Float-Zahl und das müssen ja Integer, also ganzzahlige Werte sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ihr das intern macht. Da stelle ich mich auf den User-Standpunkt und sage, das wird schon irgendwie gehen. Also ich vermute, er kürzt es. Also, aber ich weiß es nicht. Könntest du bei der Audio-Destination von dem Receiver nicht einfach einen Wert eintragen, sodass es dann gleich 48 kann? Na, das geht ja nicht. Es gibt keinen ganzzahligen Teiler von 1 Mega, der auf 48.000 runtergeht. Also Destination heißt, er nimmt einfach nur jedes End-to-Send. Genau. Und da gibt es keinen ganzzahligen Wert, um von 1 Mega auf 48K zu kommen. Also genau. Musst du quasi zwischen zwei echte Samples musst du eine bestimmte Anzahl an Samples einfügen. Einfügen, das ist diese genau. Interpolation. Und dann hast du quasi wieder mehr Werte und da kannst du dann wieder jeden Enden davon nehmen, um zurück auf. Also eigentlich schreibe ich hier natürlich Samplerate durch 5, also das, was ich da oben als Decimation eingestellt habe. Ich könnte hier auch einen beliebigen anderen, größeren, also nur 3 reinschreiben und dann hier halt, ich wollte es, will es halt nur grob schon mal durch Wegwerfen von Samples in die gleiche Gegend bringen, damit da nicht mehr so viel Arbeit zu tun ist. Die Soundkarte beispielsweise 50 Kilo Sample auch? Das hängt letztendlich von deiner Audiokarte ab. Es gibt hier in GNU Radio die Audio Sync und die kann bei mir diese Sample raten. Ich weiß jetzt nicht, wie viel davon hardcoded in GNU Radio ist. Also ich habe hier auch schon mal 96 gesehen auf irgendeinem Rechner, aber das ist nicht völlig frei einstellbar. So, die muss halt. So. Wenn ich das jetzt anschmeiße, dann geht es wahrscheinlich. Genau, wie Sie hören, hören Sie erstmal nichts. Ja, man muss das ja erstmal auf Null kriegen. Man sollte auch wenigstens schönes Rauschen haben. Ja, also. Stimmt. Ein Effekt. Fehler. Nee, es ist kein Fehler. Ihr habt nur nichts gehört, weil es zu leise ist. Und was man einfach an der Stelle macht, ist, das sind ja einfach nur Float-Werte. Ups. Ah. Ja, also es gibt zwei Shortcuts, die einem das Leben mit GNU Radio ein bisschen erleichtern. Wenn ich auf einen Block klicke und drücke Cursor rechts oder Cursor links, dann kann ich den Block wunderbar drehen. Man sollte nicht verwechseln, dass man out und in. Und wenn man Cursor hoch und Cursor runter drückt, dann geht er durch die verschiedenen Typen durch. Also ich kann die auch hier in dem Dialog einstellen, die es kann, aber ich kann auch einfach mit Cursor hoch und Cursor runter das durchcyclen. Und ich will jetzt hier das einfach multiplizieren mit 30 und das wegmachen. Jetzt müsste man eigentlich was hören. Genau, ich kann das in die andere Richtung schieben. Wieso klingt das jetzt so scheiße? Was? Das klang schon mal besser. Ich weiß jetzt gerade nicht. Lass uns noch mal spicken gehen, wie das hier bei dem anderen aussah.
Das ist aber im Grunde genommen genau das Gleiche aus. Was ich hier noch gemacht habe, ist einen Tiefpassfilter vor den. Das ist wahrscheinlich nicht verkehrt an der Stelle. Also ich warte, wir nehmen einfach den anderen, das andere Ding hier. Was soll der Geiz? Das ist ja, wir sind hier, das sieht schon noch sehr gleich. Also hier ist die File Source, der Throttle, unser Translating Filter. Hier ist ein beliebter GNU-Trick. Ein Block, der mit 1 multipliziert, der tut genau gar nichts. Aber wenn ich hier vorne irgendwie einen Block rauslöschen will, ja, ich habe hier als Output, das geht irgendwie an verschiedene Dinge raus. Und wenn ich das jetzt hier irgendwie einen Block löschen und einen neuen hin oder irgendwie den Ding ändern will, dann kann ich hier so einen Block haben, wo ich einfach nicht immer die ganzen Linien neu ziehen muss. Das ist eigentlich reine Bequemlichkeit an der Stelle. Keine Kommentarblöcke oder so? Nee. Genau, was ich eben jetzt noch mache, ist, ich schmeiße das Ganze noch durch einen Tiefpassfilter, weil ich will natürlich für das FM empfangen, will ich natürlich nur das FM-Signal haben und nicht den Kram, den zweiten Sender, der da irgendwo draußen ist. Den will ich nicht in der Nähe haben. Der würde den FM-Empfänger bloß stören. Und dann kann ich das hier starten, das sollte jetzt besser klingen. Genau. Genau, was wir hier oben sehen, ist die FFT von dem Audiosignal. Also wenn ihr das hier anguckt, das geht hier nach dem FM-Receiver raus und zeigt uns das an. Genau, ich mache das mal ein bisschen leiser. Da sehen wir hier quasi das Audio. Also das, was hier quasselt, tummelt sich halt hier eher so auf den tiefen Frequenzen. Also ich kann hier, wenn das hier irgendwann mal weggeht. Hallo! Das will nicht. Es gibt hier das Konzept des P-Codes, also dass mir halt den höchsten Wert, den ich bisher gesehen habe, anzeige. Und man sieht halt, also hier ist der Sprachteil von dem Zeug, was er uns erzählt. Sind bis irgendwie so 16 Kilohertz oder so. Recht viel höher geht das nicht. Das reicht für die Sprache aus. Ja. Ja, genau, da kommen wir gleich dazu. Das hier ist jetzt ein Bayern 5 aktuelles, ein Sender, der in München nur in Mono ausgestrahlt wird. Deswegen ist das hier ganz schön. Wenn ich auf den anderen von den beiden Sendern gehe. Ganz kurz was einbringen. Ja? Ja, zu denen wollte ich kommen, nachdem ich Stereo erklärt habe, aber dann mach halt. Weil Radio natürlich auch eine alte, antike Technik ist. Ist jetzt schon wieder, jetzt habe ich den Falschen erwischt, oder? Bin ich verwirrt, jetzt muss ich nochmal starten. Genau. Radio ist natürlich auch eine antike Technik. Also ursprünglich war das mal nur Mono und dann hat man sich gedacht, wir wollen auch noch Stereo machen. Das müssen wir also irgendwie so unterbringen, dass die alten Empfänger, die nur Mono können, das trotzdem noch funktionieren und das Stereo-Signal irgendwo unterbringen, wo es nicht stört, aber funktioniert. Und deswegen gibt es dann, aber das kann der Ernst dann wunderbar erzählen, diesen bei, was sind das, 18? 19, bei 19 Kilohertz diesen konstanten Ton, der Pilotton, der mir sagt, dass hier Stereo ist. Und dann ist bis wie viel Kilohertz? Ja, bis knapp über 50. So. Ja, bis hier. Genau bei 56 ist das. Ja, genau. Also darüber ist dann das Stereo-Signal encoded, was die Differenz zwischen dem linken und dem rechten Kanal ist. Also wenn man von dem linken Stereo-Kanal den rechten abzieht, diese Differenz ist quasi das Stereo-Signal, das wird hier übertragen. Das heißt, der Empfänger holt sich das hier raus und addiert es dann auf das Signal, was er normal empfangen hat, wie der Mono-Empfänger. Und ich weiß gar nicht, zieht es einmal links ab und zieht es rechts dazu oder wie macht er das genau? Schon, oder? Band ist Plus, links und rechts, im oberen ist Minus. Ach, Plus. Ja, genau. Also, das ist schon sehr geschickt gemacht.
Genau, also er kriegt, der Mono-Empfänger kriegt quasi beide zusammen. Und dann ziehe ich die Differenz einmal ab und kriege den linken und er zählt die Differenz einmal drauf und kriegt nur den rechten. Damit kann ich dann wieder das Original-Stereo-Signal wiederherstellen, wenn ich das eben da rausmoduliere, hier raushole. Und dann gibt es eben noch diese schönen Hütchen, jetzt kommt der Ans zum Einsatz. Genau, also die beiden Hütchen, wo man jetzt sieht, bei 55 Kilometer, das ist das RDS-Signal. Das ist ein phasenmoduliertes Signal, deswegen ist es auch so nicht so eher breitbandig wie die anderen, sondern eher wie die zwei so Hütchen. Und RDS läuft mit 104 Bit pro Sekunde, oder irgendwie was weiß ich, so kennt das. Meistens kennen wir nur, dass halt irgendwie, keine Ahnung, der aktuelle Titel und irgendwie Interpret übertragen wird, den man dann im Autoradio sieht. Verkehrsinfo wird manchmal mit übertragen. Und es gibt sogar bei RDS, was die wenigsten Empfänger können, es wird immer irgendein Textticker läuft mit hoch, wo die aktuellen Nachrichten oder Verkehrsdaten wird. Ich denke, gehen über RDS nicht auch diese Staumeldungsdinger, genau, für die neuen Navis? Genau, und erzähl mir, das war es jetzt. Also das ist so eine typische FM. Und was man jetzt sieht, wenn man nochmal zurück ist auf die Ja. Da kommen wir. Mit was? Ja, genau. Also hier sieht man, der Stereopiloton fehlt. Dieser Sender ist nur Mono. Hier ist also auch tote Hose. Genau, bei 38 kHz ist normalerweise ein Stereosignal. Bei nochmal 19 drauf, also bei 56, ist das RDS. Das ist das RDS-Signal. Und dann nochmal bei 76 kHz drüber sieht man jetzt hier nochmal sowas. Und zwar so ein Hügel. Genau, Dark Data Radio Channel. Da ist nochmal einer drüber. Wird in Deutschland sehr selten verwendet. Aber in München? Komme ich dazu, also in Skandinavien und Japan ist er relativ verbreitet. Also, da gibt es morgen auch einen Talk dazu. Der ist wesentlich hochdatenratig, also der hat 16 Kilobit pro Sekunde im Vergleich zu 104 im RDS. Deswegen ist er zu fett. Genau, und morgen um 19:30 haben wir einen Talk noch dazu, da erklären wir jetzt nicht genauer, was ist so passiert. Also Dark Side of the Moon haben sie jetzt. Ja. Ganz kurz so zusammengefasst, was ist da drauf? Da werden die Abfahrtszeiten der Bushaltestellen übertragen. Genau. Das kann man nicht alles sein. Was? Oder die echt? Nee, die Live-Daten. Okay. Genau, planen wir dann wieder 13 Uhr. 13 Uhr, früher, ja. Gut, morgen um 13 Uhr. Genau. Ja, genau, also das... Genau, da kann man also, man kann beliebig viel weit und tief spielen. Allein schon mit dem Normalen, was hier was bei einem über den Äther hereinkommt. Gibt es im Internet so ein Pool, wo man sich solche Code-Stücke holen kann? Also die so Sachen wie FM-Demodulator oder so, da muss man einfach nur googeln. Das haben schon 500.000. Also ich meine, das habe ich hier ja auch in ein paar Minuten letztendlich zusammengeklickt. Da kann man dann auch weiterspielen. Also ich müsste halt jetzt hier quasi von dem Audiosignal aus dann wieder
potenziell irgendwie die Frequenz Richtung Null bewegen und wieder neu demodulieren. Da muss ich sagen, habe ich jetzt aus Faulheit nicht mehr noch nicht weitergemacht, weil wir uns dann mit anderen Dingen beschäftigt haben. Also der Klassiker ist, dass man halt irgendwie in diesem 433 MHz oder 866, je nachdem, wie neu das Zeug ist, so Sachen wie Garagentoröffner, Funksteckdosen. Steht denn hier drauf, was die für eine Frequenz haben? 433. Ja, würden wir die mal aufmachen. Boah. Kannst du mal irgendwie aufmachen? ja, das ist wie diesem Amazon frustfreie Verpackung, ne? Das ist definitiv keine. Ja. Mediamarkt frustvoll. Also wenn jemand ein Taschenmesser hat, wäre jetzt der Zeitpunkt. Kann ich vorwerfen? Ja. Das Taschenfaulball. Ja? Ja. Ah, das Teil, was ich Schneider in die Hand gedrückt habe, und dann bin ich wieder zurückgegeben. Das Messer, bei dem man viel Spaß hat, wenn man bei der Flughafen-Security entdeckt wird. Ja, ja, aber wenn... Genau. Also das ist das Problem damit. Die gucken normalerweise nicht genau genug auf deinen Schlüsselbund, um das zu sehen. Aber wenn sie es bemerken, werden sie echt pumpfig. Und Magnetbügel. Den Flug kriegst du dann nicht mehr, oder was? Ja. Okay. Also irgendwie dauert das länger als erwartet. So, also hier haben wir eine Fernbedienung und da ist dann auch noch so eine Batterie. Hat jemand einen Schraum? Ja. Ja. Oh. So, wer mag hier? Aufschrauben, Batterie reinfummeln. Ja. Kriegst du das jetzt auch hin, dass du A, eine Flankendemodulation machen kannst? Du kannst ein FM-Signal auch, wenn du es nicht genau abschreibst. Ich habe es noch nie probiert. Ich meine, es gibt auch einen AM-Demodulator hier drin. Es gibt hier Gott und die Welt an Blöcken. Also man kann hier wunderbar rumklicken und hat keine Ahnung, was die Hälfte der Dinge tun. Also. Genau, was ich eventuell nochmal. Ah, schon erfolgreich. Ja, ist eine Batterie dabei gewesen. Eine. So. Das wär tatsächlich nicht untypisch. Das hier. Was ist denn hier? Ich habe doch hier bestimmt irgendwo einen. Nee. ja, es gibt hier, wo ist das, der ist das, oder? Diesen wunderbaren Knopf, der alle deaktivierten Blöcke ausblendet. Der macht das dann auch immer einfacher zu sehen. Also es ist hier jetzt auch nur hier wieder dieser Multiply-Const-1-Trick, um hier, das ist einfach nur ein Waterfall und ein Dings. Und jetzt tragen wir hier als Frequenz, ach so, nein, da gibt es oben irgendwo den. Ja. 433, was stand da drauf? 92.
Ja. Was ihr hier seht, diese Tatsache, das ist ein Effekt, wenn man den Empfänger übersteuert. Wenn also zu viel Signal reinkommt, dann kommen solche lustigen Dinge bei raus. Es gibt doch mal Internetbilder. Naja, das reicht schon. Also wenn ich ihn so weit weghalte, dann sieht es schon deutlich sauberer aus. Ja? Das ist schon hinreichend. Du musst mit einberechnen, dass das natürlich vom billigsten China-Menschen, der am wenigsten gekostet hat, eingekauft wurde. Das heißt, dass es so richtig super sauber ist, das nicht. Und zum Zweiten, was das Ding tut, also ich weiß, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber normalerweise machen die etwas, was sich On-Off-Keying nennt. On-Off-Keying ist so die simpelste digitale Modulationsart, die sagt, ich packe mir eine Frequenz raus und entweder sende ich oder ich sende nicht. Und in die Länge kodiere ich dann halt irgendwie meine Bits rein. Ne? Es gibt dann halt einen lang, einen kurz und das sind dann meine 1 und meine 0 Bits. Was ich in dem Zusammenhang vielleicht nochmal ganz kurz zeigen kann, was man an diesem RTL-SDR tatsächlich erstaunt. Ihr seht hier ganz leicht eine Linie, die genau in der Mitte ist. Das ist ein Problem, was eigentlich alle Software-Defined Radios haben. Das nennt sich, wenn ich den Durchschnitt bilde, sieht man, dass das hier in der Mitte ein leichter Peak ist. Das nennt sich DC-Peak, also Gleichstrom-Peak in dem Fall. Das ist, weil das Software-Defined Radio mischt das ja irgendwie, also das ist, wenn ich die Frequenz wegmache, dann ist das ja genau 0 und 0 ist Gleichstrom. Das ist ein Effekt, der sich mehr oder minder aus der Physik oder der Realität ergibt, den kriegt man nicht besonders, nie komplett weg. Man kann ihn, je nach Qualität des Empfängers, ist der höher oder niedriger. Da kann ich jetzt mal hier als irgendwie kurzes Beispiel das Hacker-F anschließen. Das ist in der Hinsicht ein etwas deutlicherer Kandidat. Sieht das nämlich so aus. die RTL-SDRs haben den auch, die haben aber defaultmäßig schon was drin, um den wieder etwas abzuschwächen. Das ist natürlich extrem unpraktisch, wenn ich damit was empfangen will. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist entweder, man tunet ein bisschen daneben und empfängt es quasi hier und schiebt es dann in Software, wie wir gerade bei dem FM-Beispiel gesehen haben, dann das Signal in die Mitte, dann ist mein DC-Peak weg. Oder ich kann, wenn ich eben irgendeinen Bereich nehme, in dem ich weiß, dass ich kein Signal habe, dann kann ich mir das anschauen, ja, den DC-Peak. Der ist ja mehr oder minder konstant und kann mir quasi den Durchschnitt berechnen und den einfach abziehen. Das ist eine konstante Zahl, also eine konstante komplexe Zahl, weil wir uns im Komplexen bewegen. Und das ist jetzt lustigerweise genau das Testing, mit dem ich das neulich ausprobiert habe. Wenn ich den, das ist hier der Real- und der Imaginärteil von dieser komplexen Zahl, den ich hier mit Slidern einstellen kann. Und dann kann ich mich ungefähr irgendwo hinfummeln, wo man ihn dann schon kaum mehr sieht. Ja, und dann stört er nicht mehr so. Aber nee, doch, kann ich schon. Das ist, genau, es wird nur eine konstante Komponente abgezogen, die mir diesen... Ja, das ist nicht... Nein, das ist kein Filter an der Stelle, sondern das ist nur eine... Das Problem ist nur, dass es halt... Dieser Wert ist tatsächlich von Empfänger zu Empfänger unterschiedlich und potenziell auch noch unterschiedlich leicht von der Frequenz, auf der man gerade ist. Ich kann mir das, wie gesagt, ich kann mir das einfach hinkalibrieren und dann passt das schon. Also dann ist das nicht so schlimm. Wenn mich wirklich bei was auch immer ich tue, auch ein wenn ich das Averaging ausschalte, dann sieht man ihn schon kaum mehr. Das ist das natürliche Rauschen, was man hier sieht. Oder das nicht nur das natürliche Rauschen, auch das von dem Empfänger. Also dann stört das meistens nicht mehr. Aber wenn es mich wirklich stört, dann muss ich eben machen, dass ich auf eine Frequenz leicht daneben
das Ding einstelle und mir das Signal dann mal in Software dahin schiebe, sodass der Peak dann auf der Seite rausgeschoben wird. Das kann ich auch machen. Genau. Wie man sieht ja, also auf dem Ding hier steht drauf 433,92 MHz. Wenn wir uns das angucken, das ist irgendwie leicht daneben. Also das könnte jetzt natürlich wahlweise auch die Zeitquelle, also die Frequenz, die das hacke, könnte natürlich auch leicht daneben liegen. Aber in dem Fall würde ich stark vermuten, dass eher diese etwas günstige Fernbedienung nicht ganz hundertprozentig auf der Frequenz liegt, als sie behauptet. Ja? Ja? Bei dir geht's? Da ist keine Antenne dran. Ich habe keine Antenne dran. Nur eine Antenne, dann nicht wieder fangen. Wo ist denn das SMA-Kabel, ne? Ups. Genau, wir sehen schon, ach, sie sind ganz hinter dir hier gerade. Beim Empfangen ist es nicht so schlimm, wenn keine Antenne dran ist. Wenn die tatsächlich mal sendet, dann empfiehlt es sich nicht unbedingt, wenn man die Antenne vergisst, kann potenziell die Hardware etwas unglücklich werden. Also unglücklich im Sinne von permanenten Schaden nehmen. Also was man jetzt hier schon sieht, sind wahrscheinlich die anderen, wahrscheinlich dein Mikro, oder? Ich denke, dass es einfach zu stark reinbrät, ehrlich gesagt. Okay, dann halte ich es mal wieder runter. So, jetzt halt. Ah, okay. Schon besser. Keine Ahnung. Wo sendet denn das hier? 839-100. Und vorhin nochmal hinsetzt, den ganz normalen, dann können wir jetzt die Stimme auch hören. Oder was in Zahl 1 senden? Ja, also wie man hier auch tatsächlich, wie man daran sieht, dass hier irgendwo, wo ist es denn? Eins von den Teilen hier heißt Sennheiser, was irgendwie genau der Versuch war, diese Sender zu empfangen und ein bisschen mit rumzuspielen. Man kann hier lustige Dinge machen, man kann die Blöcke um 90 Grad drehen, wenn einem lustig ist. Damit kann man theoretisch, also wir haben damit rumgespielt gehabt, man kann theoretisch auch mehrere gleichzeitig empfangen. Ne? Wenn ich breitbandig genug aufnehme und das Signal dann quasi aufteile in mehrere Zweige und jedes an eine andere Frequenz schiebe, kann ich die auch gleichzeitig. Das war ein Interesse des VOG, dass ich überlegt hatte, eventuell mit einem Software-Defined Radio einfach mal alle Audio-Channels gleichzeitig aufzunehmen und nicht irgendwie so als Backup. Sag mal das Symbol links neben den Zahnrädern, da kannst du dann ein fertiges File ausmachen. Das macht er immer, wenn ich GNU-Radio auf diesen, auch wenn du auf diesen Knopf drückst, ja. Kreiert er, machen wir doch nochmal einen X-Term auf hier. Ein Python-Skript, was das genau tut. Also das kann ich auch einfach aufrufen. Und es tut dann genau das. Ah, ja. Also das macht er auch, wenn er gar nicht da drauf geht. Genau, also das macht er im Hintergrund immer. Das benutzt halt die passenden GNU-Radio-Blöcke und macht dann halt genau das, was ich in meinem GUI-Tool gemacht habe, indem es halt irgendwelche Variablen setzt. Ja. Irgendwelche Blöcke definiert und dann eben irgendwie die Connections irgendwo. Die kommen, glaube ich, unten. Das ist quasi das eine einfach ein Generator, das andere ist Generate and Run. Genau. Hier, da kommt dann die Self-Connect, der dann irgendwie diese Blöcke miteinander verbindet.
Das ist jetzt, das kann man sich auch angucken und da kann ich natürlich theoretisch auch drin rumeditieren. Aber wenn ich drin rumeditiere, dann kann ich es natürlich, wenn ich dann wieder auf Generate klicke oder auf Run hier, dann ist es natürlich wieder überschrieben. Aber man kann das GNU-Radio auch komplett selber aus Python raus benutzen. Also man muss dieses GUI-Tool nicht benutzen. Es ist aber sehr, sehr angenehm, wenn man irgendwie auf die Schnelle mal irgendwelche Sachen ausprobieren will oder nur ein bisschen rumempfangen. Also, und kann man damit auch CST machen, also das Audio-Signal richtig darüber arbeiten? Gibt es da viele Blöcke? Es gibt viele Blöcke. Es ist halt, man hängt immer davon ab, was du tun willst. Also wenn ich was ich halt einfach relativ schön finde an dem, wenn man das halt live macht, ist, ich kann halt hier tatsächlich das Ding so machen, dass ich hier einfach irgendwo reinklicke und mich durch die Frequenzen klicken kann. Oder hier oben irgendwas Neues eingeben. Also weiß ich nicht. 98,6 M im Radiobereich. Dann kann ich mir hier irgendwie meinen gucken, wo meine Radiosender sind. Je nachdem. Weil man aber eben auch einfach nur gucken will, wo sich irgendwas tut. Wenn ich jetzt mich an diese Steckdose wagen will, ich habe mal damit angefangen, mir das mal genauer anzugucken. Jetzt sollten wir hier mal. Achso, das war irgendwie. Das war irgendwie ein Garagentoröffner bei 40 MHz. Jetzt sollten wir natürlich umsteigen auf die richtige Frequenz. Ah. Ein bisschen cheaten, um sich die alten Frequenzen zu merken. Das war 0,92, nicht 0,94. Achso, das mache ich jetzt am besten wieder mit dem RTL-SDR, weil ich da mich um diesen DC-Peak nicht kümmern muss. Bin jetzt ein bisschen faul. Und außerdem habe ich da keine Antenne dran, was ganz gut ist, wenn ich direkt daneben sitze, weil es dann nicht so... ein bisschen weiter weghalten. Genau, also was ich... Hier sieht man das Signal, sollte ich mir vielleicht besser auf die richtige Frequenz 8,4, wo es eigentlich sendet. Was ich hier noch mache, zusätzlich, also das ist der ganz normale Waterfall, den wir schon die ganze Zeit anschauen. Ich habe es nicht wirklich erklärt, aber ich glaube, es hat sich schon von selbst erklärt, was dieser Waterfall ist. Im Prinzip nur ständig eine FFT zeitweise nach oben aufgetragen, damit man halt den zeitlichen Verlauf besser sehen kann. Was ich hier noch gemacht habe, eben in dem anderen Zweig, ist ein simpler Demodulator für On-Off-Keying gebaut. Was ich an der Stelle einfach nur tue, ist, ich gehe davon aus, dass ich genau auf die Frequenz mich eingestellt habe, wo das Signal ist. Dann wandle ich dieses komplexe Signal in einfach nur Magnitude, also den Absolutwert des Signals um. Und dann habe ich hier einfach nur einen Threshold, der sagt, der mir das analoge Signal einfach nur wandelt in, ist es entweder größer als 500 Milli, also 0,5, oder kleiner als 0,1 und wandelt mir das in Nullen und Einsen fix um. Ja, also entweder 0 oder 1 und hat halt einen gewissen Bereich in der Mitte, in dem es halt noch auf dem alten Wert bleibt. Also wenn es von 0 kommt, dann wird es erst, wenn es über 0,5 ist, auf 1 gesetzt und wenn es von 1 kommt und sinkt, dann wird es erst, wenn es unter 0,1 ist, wieder auf 0 gesetzt. Und dann kann ich mir das hier anzeigen lassen in diesem Scope. Und das sieht man hier in dem unteren Block, wenn ich jetzt hier auf die Taste drücke, dass das halt so zwischen 0 und 1 hin und her wandert. Und was man dann noch machen kann ist, wenn ich auf Nullen und Einsen 48 draufzähle, was bekomme ich dann? ASCII-Nullen und Einsen. Ne? Dann
Genau, dann wandle ich meine Float-Werte in Character-Werte um, damit es wirklich sind, und schreibe sie dann in ein File. Aber das ja? Mit einer sehr hohen Frequenz, oder? Ja, genau. Also das ist noch nicht Megahertz. Mit der Sample-Rate, was auch immer ich da eingestellt habe. Ein Sample, ein Megahertz, ja? Wo ist denn das passend? Das wird ja nicht mit einem Megahertz Symbolrate ab. Nein, aber wenn ich das jetzt anschaue, dieses File, was ich rausgeschrieben habe, da stehen ja ganz viele Nuller. Das ist auch das eigentlich keine Taste gedrückt. Genau, und irgendwann kommen dann Einser. Und jetzt habe ich dazu. Das hier war das, glaube ich. Tippen müsste man können. Nein, nicht Screenshot. Meine Güte. Die Tasten sind alle viel zu nah zusammen. Das ist ein ganz, ganz simples Python-Skript, das einfach nur zählt, wie oft das Zeichen ankam. Also er sagt erst, wir sind hier 3.700.000 Nulls gekommen, dann ist sind Einsen gekommen, und zwar 254 davon, dann 1.000 Nullen, dann 257 Einsen. Da kann ich dann jetzt zumindest schon mal absehen, wie das hier irgendwie encoded ist. Ja? Genau, also ich habe also offensichtlich 250 mal zu viel Samples genommen. Das hier, genau, und hier, also das hier sieht nach einer, das ist was man gerne bei so Protokollen macht, dass man vorne irgendwas sendet, was relativ konstant ist, damit der Empfänger sich darauf einstellen kann, eine Präambel. Und diese Präambel besteht halt aus abwechselnd Einsen, aus Einsen und Nullen, wobei die Eins, also die Nullzeit, die Zeit der Null halt viermal so lang ist wie die Zeit der Eins. Was heißt die letzte Ziffer? Die letzte Ziffer versucht genau das zu tun, was ich gerade gesagt habe. Das Problem ist nur, dass hier irgendwo eine falsche Konstante drin steht. Also das Skript ist nicht intelligent genug, um das zu erraten, sondern das muss man ihm sagen, was die Zeit ist. Ja, dann sehe ich halt, es ist halt quasi eine Zeit lang 1, dann 0. Das ist die Präambel, und hier unten sieht man dann, fängt es an, irgendwie andere Zeiten zu haben. Und dann kann ich hier sehen, ich habe hier eine 1, die nur noch 887 lang ist, und eine 0, die 377 lang ist. Und dann wieder 250.000 und dann wieder 833. Und dann kann ich jetzt mal davon ausgehen, dass das quasi so eine Folge halt ein 1-Bit und das andere wohl ein 0-Bit sein wird. Ja? Das ist also definitiv ein anderes Encoding, als was die Steckdose bei uns im Club verwendet. Und könnte mir jetzt daraus dann, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit haben wir denn noch? Eine halbe Stunde, können wir grundsätzlich daraus den Bitstream zurückgewinnen. Also er versucht hier jetzt einen Bitstream zurückzugewinnen, aber das ist halt das falsche Protokoll, würde ich mal behaupten. Das ist Tree State? Ja, gut möglich. Und was man relativ rasch bei diesen Dingen sieht, ist, diese Fernbedienungen haben unten immer so einen schönen Dip-Schalter, mit dem man irgendwie den Core irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Dip-Schalter, also 2 hoch 5, 32 verschiedene Codes einstellen kann. Und man sieht die Bits, die man hier einstellt, üblicherweise, wenn man das dekodiert, halt 1:1 auf der Funkschnittstelle wieder. Und kann dann natürlich theoretisch, wenn ich das jetzt selber synthetisiere und mit NuRadio sende, das wollte ich eigentlich morgen in dem zweiten Teil des Workshops machen, da muss ich mir nur das Protokoll noch über Nacht fertig angucken, kann die dann ein- und ausschalten. Das ist üblicherweise ein relativ kurzer Bitstream, der halt aus irgendwie der Präambel besteht, dann einem potenziell konstanten Identifier, der von dem Modell abhängt,
und dann halt irgendwie ein paar Bit, die sagen, wie viel die Steckdose das ist, wenn hier vier Schalter dran sind und an und aus, dann werden das wohl insgesamt 3 Bit sein. Dann halt der unten eingestellte Code und das ist es dann. Mehr geht dann da auch nicht drüber. Ja? Ja, und natürlich könnte man das, wenn ich das selber sende, ihr seht ja, dass ein Burst ist ja irgendwie extrem kurz. Also ich kann das natürlich durchbrutforcen. Ne? Ich kann da irgendwie, das sind 5 plus 3 Bits, sind 8 Bits, 256 Möglichkeiten. Das heißt, ich kann einfach, natürlich, wenn ich weiß, dass die nach dem genau gleichen Protokoll arbeitet, kann ich das ganz schnell durchbrutforcen. Kannst du sie aber aufnehmen? Natürlich, ich kann auch einfach sie aufnehmen und genau das abspielen und dann tut es genau das. Also diese Steckdosen haben jetzt keine tiefergehende Kryptographie oder irgend sowas wie Rolling Codes oder so. Also Garagentoröffner, die ganz alten, sind genauso stupide, die kann ich auch aufzeichnen und abmachen. Dann gibt es die etwas neueren, die tatsächlich so Rolling Codes haben, wo der Code sich jedes Mal ändert, damit ich es nicht einfach nur aufzeichnen kann. Da kann ich dann mir das angucken und je nachdem potenziell durch draufschauen, den Keyspace von dem Ding sehen und den halt einfach innerhalb von 3 Sekunden einfach komplett raussenden und dann geht das Tor trotzdem auf. Wenn es natürlich ganz moderne Garagenöffner ist, also bei unserem Haus, den habe ich mir neulich angeschaut, da ist tatsächlich Krypto im Spiel. Also der wird tatsächlich angelernt mit dem Garagentor und da kommen dann irgendwelche kryptografischen Protokolle zum Einsatz und wenn du den geheimen Key von dem Ding nicht kennst, dann hast du schlechte Karten, sage ich es mal so. Es ist noch nicht zu einem kompletten Ergebnis gekommen. Also der Algorithmus, der da verwendet wird, heißt Keylock, also mit 2 E und LOQ hinten dran. Der ist auch bekannt und es gibt zumindest Leute, die da schon Differential Power Analysis Angriffe auf die Fernbedienung gefahren haben. Also man kann aus der Fernbedienung den Key wohl schon rausbekommen. Aber ich muss zugeben, das habe ich, soweit bin ich noch nicht vorgedrungen. Das steht auf meiner To-Do-Liste. Diese ganze Homematic-Geschichte arbeitet ja ähnlich. Das ist so die etwas bessere Art von diesen Steckdosen und so. Und es arbeitet auch mit 2-Wege-Kommunikation, also mit Challenge und Response. Ja gut, da kannst du natürlich potenziell einfach richtig echte Krypto machen, wenn du Two-Way hast. Ja. Also aber da habe ich dann die Chance, wenn ich 2-Wege-Kommunikation habe, kann ich wirklich anständige, normale Kryptographie machen. Diese Dinger und Garagentoröffner, die haben alle keinen Rückkanal. Da geht natürlich nur so gut wie möglich. Aber hat irgendjemand Fragen oder irgendjemand was ich nochmal genauer erklären sollte? Oder ich weiß auch nicht. Ja? Du machst ja jetzt Complex to dieses Complex to Magnitude. Ja. Da kommt dann 1 oder 0 raus, du denn schon? Nein, da kommt die. Da kommt der Betrag der Zahl raus. Also von einfach, du nimmst. Quadrat wäre. Genau, also ich meine, der macht letztendlich eine Wurzel aus Quadrat von Realteil plus Quadrat von Imaginärteil. Und die Wurzel braucht es an der Stelle eigentlich nicht. Das ist wohl korrekt. Es gibt auch, glaube ich. Es gibt ein Complex-to-Mag-Quadrat. Ich behaupte, also der wäre rechnerisch ein wenig effizienter, weil er keine Wurzel berechnen muss und das ist für unser Ding eigentlich an der Stelle völlig egal. Ich behaupte mal, dass ein handelsüblicher Laptop genügend Leistung hat, um 1 Million Mal eine Wurzel in der Sekunde eine Wurzel zu berechnen. Also ja, du hast recht, es ist effizienter, aber der Gewinn ist jetzt an der Stelle relativ egal. Was? Ja, also, nein, natürlich, muss jetzt allerdings sagen, wenn du jetzt in den Bereich kommst, wo du wirklich in Performance-Probleme kommst, dann würde ich es nicht unbedingt in GNU-Radio Companion machen. Ja, also, da kommen wir dann auch an Stellen, wo du eventuell irgendwie doch explizit Code schreiben. Ja, schreib uns dann lieber in Assembler als Teil. Ja, oder? Also man muss sagen, die meisten Blöcke sind schon relativ effizient programmiert in C drunter. Also ich jammer immer so ein bisschen, dass die FFTs, also die gerade der Waterfall und die FFT-Blocks sind Signale hat, die da potenziell nicht. Ja, das ist ein bisschen
Aber das liegt halt tatsächlich zum Teil auch dann wirklich schon an CPU. Also FFTs berechnen braucht schon ein bisschen CPU. Und wenn ich da irgendwie hinreichend viele pro Sekunde davon berechne, dann lastet das den Rechner schon recht schnell aus. Es gibt noch ein Ding, was ich hier vielleicht kurz... Die baut Line Sync. Da war schon eine. Na gut. Das Fenster ist, wie Sie nicht sehen können, hier. Das ist zu klein. Muss ich ihn größer skalieren. Auf welcher Frequenz bin ich denn da gerade? Da 433, passt doch alles. Das heißt, ich müsste jetzt hier was senden können und bin es. Boardline ist letztendlich auch ein FFT- und Signalprogramm. Das gibt eine Webseite, wo man sich das runterladen kann. Da gibt es irgendwie Linux-Binaries und Windows-Binaries, glaube ich, sogar dafür. Und es gibt einen Source, aber der Source ist irgendwie 4 oder 5 Versionen älter als das Binary. Und das Binary ist auch nicht das stabilste von der Welt. Aber das ist relativ schnucklig, weil es auch extrem schnell ist. Ein paar Features hat, also was halt zum Beispiel sehr, sehr nett ist an der Stelle. Was GNU-Radio an der Stelle macht, ist einfach das externe Binary aufrufen. Man muss das im Pfad irgendwo liegen haben. Das gehört nicht zu GNU-Radio dazu. Ich kann hier in GNU-Radio einfach, also ich kann hier in Boardline einfach auf Space drücken und das pausieren und zurückscrollen. Und was ich jetzt ohne Maus nicht ganz so einfach ist. Also man kann hier auch reinzoomen, wenn ich das hinkriege. Das ist irgendwie eine hinreichende Kombination von Modifier-Keys und Mausklicken. So. Kann hier in mein Signal auch reinklicken. Hier sieht man das On-Off-Keying auch sehr schön. Also ne, immer Signal, kein Signal. Das sind aber jetzt Bildkomprimierungsunschärfen da drin, oder? Nein. Ist dann tatsächlich eine Frage der zeitlichen Auflösung hier. Also ich berechne meine FFT ja über x Werte, also im Default-Fall sind das immer oft 1024, ich kann das aber hier unter Process oder Transform Size, genau, ich kann halt über weniger Werte berechnen, dann verliere ich Auflösung im Frequenzbereich, ne? Deswegen wird das Fenster weniger breit, dafür gewinne ich dann etwas Auflösung im Zeitbereich. Was ihr da im Hintergrund seht, dass das Ding da O's macht, das ist eine GNU-Radio, das mir sagt, dass Overflows auftreten. Also, dass die Quelle mehr Daten produziert, als mein Sync aufnimmt. Was kein Wunder ist, weil ich das Ding pausiert habe. Ja? Wenn ihr das... ist nur, wenn ihr mit anderen... schon so rum. Jetzt habe ich eine bessere zeitliche Auflösung für meine Signale, aber natürlich eine schlechtere Frequenzauflösung. Boardline kann auch ein statisches File, also ich kann auch ein fertig aufgenommenes File in Boardline aufmachen und anschauen. Da wird es allerdings kritisch, weil Boardline kann nicht besonders gut mit großen Files umgehen. Also wenn das File 500 MB oder mehr hat, dann crasht Boardline einfach. Da muss man das dann in kleinere Schnipsel zerlegen und irgendwie Sachen machen. Genau, ich kann hier auch wieder auf Space drücken und dann läuft es weiter. Eine neue. Das ist, also die ist deutlich flotter gefühlt beim FFT anschauen als das GNU-Radio. Gerade wenn es irgendwie um kurze Signale geht, dann kann ich halt auch auf Space drücken und dann kann ich zurückscrollen und schauen, wo mein Signal war, was irgendwie, was ich in GNU-Radio, in dem GNU-Radio eigenen FFT nicht machen kann. Genau, das muss man sich allerdings von irgendeiner windigen, also mehr oder minder windigen Webseite runterladen. Das gibt es, ich glaube, auch ziemlich keiner Linux-Distribution als Paket. Weiß der Teufel warum. Vielleicht genau dagegen, weil es die Source nicht. Ja, genau. Also das ging.
Ja. Das ist, ich finde es ganz praktisch. Kann man den Empfangsbereich und FFT machen? Also du machst die FFT immer über den Bereich, den du aufnimmst. Also in dem Fall über die 2 Megasample. Ich kann hier natürlich auch einfach das hier nochmal disable und das hier enable. Also das ist ein RTL-SDR, was ich gerade angesteckt habe. Das kann nur 2 Megasamples, aber ich kann jetzt zum Beispiel das USRP hier nehmen und anstecken. Das kann halt 50 Megasample, also es kann halt 50 Megahertz gleichzeitig abdecken. Da kann ich jetzt, ist die Frage, wie viel mein Rechner davon mitmacht. Also ich trage mal hier vorsichtshalber mal nur 20 ein und sage Go. Jetzt kommt der eine negative Teil, der mich am USRP stört. Da ist ein FPGA drin. Der ist relativ groß. Den muss er immer, wenn er das erste Mal Strom hat, mit seinem befüllen. Das dauert erstaunlich lange. So. Und wie wir sehen, habe ich jetzt hier von 424 bis 444, also 20 MHz Bandbreite. Ja, also wir sehen hier hinten, wirft der durchaus ab und zu O's, so gemütlich, was heißt, dass mein Rechner nicht schnell genug ist an der Stelle. Ja? Also die Menge an Daten zu verarbeiten und hier, was macht er, eine Addition, eine Multiplikation, das sollte jetzt nicht so das Thema sein. Und dann halt die FFTs, die hauen halt echt rein. Kannst du mal ganz kurz die Load anzeigen? Ja, also die meisten Sachen, mit denen man arbeitet, sind eh nicht so breitbandig. Also wenn ich dann mit dem Signal tatsächlich arbeite, dann kann ich es kleiner stellen. So groß stelle ich es halt, wenn ich mir angucke, wenn ich nicht genau weiß, wo es ist oder was es ist, wenn ich mich so ein bisschen umgucken will, dann ist es halt recht bequem, dass ich sowas Großes einstellen kann. Also ich kann hier vermutlich auch... Was? 840? Oder 830 wahrscheinlich. Na wohl, 840. Ja, ich habe jetzt hier schon wieder keine Antenne dran, weil die gerade im HKF dran ist. Das ist die Standard, eine Log-Periodic-Antenne. Die ist gut eigentlich für 900 MHz bis 2,6 GHz. In dem Fall ist es sogar korrekt, aber... Man kann auch außerhalb des gewünschten Frequenzbereichs, ist immer noch besser als gar keine Antenne. Ja. Genau. Wahrscheinlich zwei in diesem Raum, eines woanders. Dann wahrscheinlich vom Saal 1 oder ähnliches. Können wir halt gucken, das ist also auch. Also die 843,4 bin ich. Ja, das bist auf 43. Da bin ich aber eher der Schwache. Was? Ja. Okay. Okay, dann ist hier noch irgendjemand, der stärker näher bei dir ist. Selber. Ja, aber das sollte nur eins von beiden sein eigentlich. Da ist hier noch ein drittes Mikrofon. Irgendwo. Ja, stimmt, den wir ganz vergessen. Also ich kann hier dem Waterfall auch sagen, er soll irgendwie langsamer FFTs machen oder schneller FFTs machen. Ja, ich meine, man sieht, meine Load ist hier... Der Autoscale funktioniert immer eher, manchmal komplizierter. Naja, also der Autoscaler setzt hauptsächlich das untere und das obere Level auf die aktuellen unteren und oberen Level, dass quasi der Wertebereich, den er durch die Farbe darstellen kann, voll ausgenutzt wird. Ja. Ich kann den auch per Hand verstellen. Das ist hier in dem Ref-Level. Das sieht man an sich in dem machen wir mal zwei Dinge. Jetzt machen wir zum einen machen wir das hier ein klein bisschen weniger. Und zum zweiten einfach nochmal die FFT. Zwei FFTs macht es auch nicht besser.
Genau, also das hier, im Prinzip zeigt der Waterfall ja nichts anderes an als das hier über die Zeit hinweg. Und ich kann hier natürlich bei der... Wie ist denn das, wenn du jetzt hier zwei FFT, also wenn du Waterfall und FFT machst, macht er dann zweimal ja. FFT? Ich behaupte ja, weil es zwei verschiedene Blöcke sind. Und ich kann hier natürlich, also wenn ich auf Autoscale klicke, dann versucht nur Radio irgendwie den Wertebereich halt sinnvoll einzustellen, von den oberen zu den unteren Peaks. Kann das hier natürlich selber per Hand verschieben. Ja. Was, weiß ich nicht, die Stärke von Signalen, von so Signalen wird natürlich immer, wird bei diesen ganzen Dingern immer in dB an. Zonk. Wer war das? Ah, Handfunke. Okay. Aber lustigerweise nicht nur da, wo sie sein soll, sondern auch nochmal. Ja, das ist ziemlich sicher irgendwie. Ja. Ja, ja, also wenn ich ein Signal reinhaue, das hat man ja vorhin schon bei meiner Fernbedienung, der hier, wenn ich die wieder leben halte. Ah, hier geht das eigentlich. Beim brate ich hier auch mit irgendwie in einer Bandbreite rein, die dem Sender eigentlich nicht wirklich entspricht. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht irgendwie zu starke Signale hat, dann treten bizarre Effekte auf. Die Tradition hat gezeigt, wenn man irgendwie 20 dB zwischen dem Rauschen und seinem Signal hat, damit kann man eigentlich alles machen, was man will. Wenn es weniger ist, wird es irgendwie fummelig. Und wenn es mehr ist, dann braucht man eigentlich nicht. dB ist eine logarithmische Skala, das heißt alle 3 dB sind mal, was? Sind eine Verdoppelung, genau. Also 3 dB mehr ist eine Verdoppelung der Signalstärke. 10 dB mehr ist eine Verzehnfachung, kann ich glaube besser mehr. 10 dB ist die Zehnfachung, 20 dB entspricht eine Hundertfachung. Ja. Das ist auch... Kannst du das auch in linear umstellen? Nee, das macht auch nicht wirklich Sinn. Macht nicht viel Sinn. Nee. Also ich meine, wir sehen hier, das deckt einen Bereich von 60 dB ab. Das wäre irgendwie... 1000? Nein, 60? 60 dB ist 1000. Quatsch. Nein, 60, eben. Also das ist ein 10 hoch 6. Genau, 10 hoch 6-fach unterschiedlich starkes Signal. Also... das sollte man nur manchmal, ist es ganz hilfreich, das im Kopf zu behalten, dass das hier eine logarithmische Skala ist und keine lineare, wenn man mit diesen Signalen irgendwie was machen möchte. Ja, also ich wäre jetzt soweit fertig, wenn keiner mehr eine Frage hat. Wie gesagt, wenn jemand irgendwie ein bisschen mehr machen möchte, ich mache morgen nochmal so eine Stunde, da wollte ich eigentlich mal auch eine Steckdose ein- und ausschalten, also selber nicht mit dem, ohne Fernbedienung. Ich muss allerdings zugeben, nachdem wir haben unsere in München vergessen, jetzt hat Ray gerade schnell welche gekauft, jetzt muss ich mir das noch angucken, das Protokoll scheint irgendwie subtil anders zu sein. Nicht zu einfach zu machen, ich habe gefragt für eine andere. Ja, genau. Nein, nicht die, die haben wir. Also, um es nochmal zusammenzufassen, was ich an was ein SDR versus normaler analoger Technik einfach cool finde, ist, ich kann einfach das Signal, na, ich meine, wir haben uns das jetzt hier alles live angeschaut, aber wir haben auch dieses, ich kann das Signal einfach aufnehmen. Ich packe hier hinten einfach eine File Sync hin. Und knall die hier hinten an meinen Output ran. Und schwupps, schreibe ich es live mit in ein File. Und dieses File kann ich auf meiner Platte rumliegen lassen, das kann ich anderen Leuten geben. Ich kann versuchen, das zu dekodieren. Ich kann mir das in Boardline anschauen, ja, wie bei dem On-Off-Keying. Dann habe ich da so einen Schnipsel, dann gucke ich mir den an und sage, oh, das sieht, ne, da ist mal Signal, da ist mal kein Signal. Und dann versuche ich das zu dekodieren, dann kann ich irgendwie einen GNU-Radio-Companion-Graph machen, der irgendwas mit dem Signal tut, kann das laufen lassen und schauen, ob es funktioniert. Und wenn hinten nur Schrott rauskommt, was beim ersten Mal, wenn man sowas macht, sehr häufig der Fall ist, dann drücke ich auf Stopp,
fixe irgendwas, start und es ist wieder genau das gleiche Signal. Es ist also nicht so wie analoger Voodoo und was weiß ich. Es ist alles schön sauber. Und wenn man eben irgendwie keine Lust mehr auf hier rumklicken hat, dann kann man entweder einen GNU-Radio-Blog selber schreiben. Das ist nicht besonders schwierig. Wendet euch da an. Oder man nimmt den ganz langweiligen Software-Approach und schreibt halt irgendwie ein Python-Skript oder irgendwas, der einfach diese Werte einliest in ein Array und irgendwas damit tut. Das ist jetzt vielleicht kein so super gutes Beispiel. In dem Zusammenhang empfiehlt es sich dann, wenn man mit Python arbeitet, NumPy zu nehmen, um wenn man irgendwelche mathematischen Operationen auf dem x Megabyte großen File durchführt, wenn man das mit NumPy macht, ist das quasi so schnell wie in C oder in GNU Radio. Wenn ich das in nativ Python mache, dann ist es langsam. Aber wenn ich das in NumPy mache, wenn ich irgendwie einen Betrag von irgendwas oder eine Länge von irgendwas berechnen muss, dann macht man das wenn es NumPy macht, geht das auch flott. Und kann sich dann halt die Signale irgendwie selber rumarbeiten und irgendwelche Dinge damit tun. Also ich habe... Du hast gesagt, die Files sind dann immer schnell sehr groß. Ne? Ja, natürlich. Also es empfiehlt sich... Der Schneider wollte eigentlich ursprünglich den Vortrag mithalten. Der hat beim letzten Mal gemeint, er hat sich jetzt schon die dritte 1-Terabyte-Platte gekauft. Die kann man nicht packen. Das ist ja Rauschen. Ne? Da hast du unten dieses Rauschen, da lässt sich nicht wirklich viel wegkomprimieren. Ja? Also du könntest die... Was? Ja, ich meine, du kannst... Aber das ist halt immer die Frage, was du damit tun willst. Du kannst natürlich, wenn du das dann dekodiert hast, dann kannst du die dekodierten Daten speichern. Die sind viel, gazillionenfach kleiner. Ja? Oder das demodulierte FM, das ist auch viel kleiner. Die Frage ist halt, diese Files hebt man sich halt auf, weil man eventuell noch irgendwas nachgucken will und dann will man halt doch lieber das unveränderte File haben. Man muss es nicht. Also ich habe nicht drei 1-Terabyte-Platten gekauft. Ich habe auch ein paar hundert Gigabyte an Files rumliegen, aber ich beschließe dann immer irgendwann, und jetzt reicht's. Das ist jetzt ein halbes Jahr alt, das will keiner mehr sehen. Genau, wo ist denn hier? Wenn ich vielleicht zwischendurch auch noch schnell einen Satz... Was? Einen kurzen Satz zum GNU-Radio, weil ich vorhin gesagt habe, mit Python, was man extern dann weiterleiten kann und dekodieren, enkodieren. Was natürlich auch mit ein Vorteil von GNU-Radio ist, gegenüber jetzt Python allein, ist, dass es eine Echtzeitsoftware ist. Das heißt, es ist gut beim Empfangen von irgendwelchen Bursts, ist es jetzt weniger schlimm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich senden möchte und ich möchte wirklich ganz genau in 16 Kilo Samples pro Sekunde irgendwas raussenden, ist der Riesenvorteil, dass GNU-Radio wirklich echtzeitfähig ist. Das heißt, ich kann hier einstellen die Sample Rate und die Sample Rate, und es ist dann die Sample Rate. Und sobald hier irgendwas schief läuft, gibt es unten UAs für Underrun und Os für Overrun. Und solange es nicht kommt, passt es eben. Also das ist nochmal sehr wichtig in vielen Punkten. Genau, also wenn man diese O's sieht, ist das in der Regel ein Zeichen dafür, dass die Kiste nicht schnell genug ist, ja, um das zu erledigen. Und dann weiß man, dass für den Hobbybereich, sage ich immer, wenn ab und zu mal ein O zwischendurch kommt, mein Gott, dann hast du halt irgendwo das eine oder andere Sample oder die einen oder anderen 100 oder 1000 Samples verloren. Ne, bei einer Million Sample pro Sekunde ist das nicht so schlimm. Aber wenn ich jetzt natürlich irgendwas wirklich professionelles tue, dann muss ich darauf achten, dass mein Kram alles schnell genug ist und ich nie keine O's kriege. Aber wissen, dass wenn ich jetzt hier sage, irgendwie hier aus der Luft, das bitte einmal wegschreiben für später und einmal anzeigen mit dem FFT. Ja. Und dann ist der FFT halt langsam und so und es gibt dauernd O's, schreibt es trotzdem in der richtigen Geschwindigkeit weg, weil das irgendwie höher priorisiertes Wegschreiben als das Malen. Nee. Glaub nicht. Es kann Zufall sein. Also was jetzt hier dieses O verursacht, ist Zufall. Also es kann die FFT sein, es ist meistens die FFT, aber da muss man die FFT weglassen in dem Fall. Also wenn man jetzt merkt, okay, oh scheiße, hier sind ganz viele O's, muss ich halt entweder die FFT runterdrehen. Nein. GNU-Radio hat... Im Grunde genommen musst du dann halt quasi selber machen, indem du mit GNU-Radio, wenn du Samples reinkriegst und rausschreibst, und dann halt einfach selber das File quasi das mitliest und daraus FFTs machst und das dann halt mit einer niedrigeren CPU-Priorität tust. Aber selbst da, ich meine, Linux ist kein Echtzeitbetriebssystem. Das stimmt leider. Ne? Also ich meine, es kann ja immer passieren, dass irgendwie der Scheduler oder irgendwas reinhaut und du eine relativ schlechte Performance für den Moment hast.
und du dadurch den gerutschten Sample verlierst. Deswegen, wenn du halt wirklich, sollte die Kiste schon noch ein bisschen Luft nach oben haben, damit irgendwie solche Ausreißer nicht dich plötzlich irgendwas kosten. Ja. Wohingegen, wenn das jetzt nicht, wenn ich jetzt nur die FFT anschauen will, weil ich sehen will, was da los ist, dann ist mir das egal, wenn da mal ein Sample flöten geht. Ja. Das hat ja, wie viel kommt da raus? Sendeleistung Marke F. 20 mm. Stark von der Frequenz ab. Also, okay. Weil ich weiß, dass das USRP hat 18 dBm. Das ist umgerechnet wie viel? 50? 50, glaube ich. Ja, 18 dBm, klar. Ja, ungefähr 50 mW. Das heißt, ja. Ja, also wenn ich irgendwie richtig weit und viel will, dann muss ich mir da noch irgendwie einen Verstärker und irgendwas... Also unterschätzt 50 dBm nicht, also... 50 Milliwatt meinst du? 18 dBm. Ja, 50 dBm wären schön. Das nett. Nee, also man kommt damit schon ein Stück, aber das ist halt natürlich die Frage. Also einen landesweiten Radiosender kann man damit nicht aufbauen. Ja. Die Bildzeile willst du dir dann tun, weil du keine Verstärker dran bauen lassen. Du warst davon aus, dass er sowieso das ganze Hühnerfutter von der WLAN-Karte braucht, oder? Nein. Das ganze. Ja. Überraschend. Der mischt dann auf 2,4 GHz und dann. Genau. Weil das Zeug gibt es halt. Ja, groß langsam zum Ende, ja? Ja, ja. Also so 5 Minuten dann.